Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal zusammen in die Degusta-Box aus dem Monat Juli. Die habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint. Sie enthält bis zu 15 Foodprodukte mit einem Wert von mindestens 20 Euro. Und sie erscheint, wie gesagt, monatlich. Ihr könnt mit Claudi, das ist mein Code, den ich dort habe, die Box oder eure erste Box für 9,99 € anstatt von 15,99 € bekommen. Schaut dazu gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch das auch mal rein verlinkt. Das ist ein Code für euch, was ich sehr cool finde, weil so sparst du halt auch einfach mal 6 Euro und bekommst dann für 9,99 € diese Produkte, was ich nett finde. Außerdem darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da auch mal ganz gerne vorbei. Es ist 22.06 Uhr, mein Gehirn ist gekocht und heute schauen wir in die Degusta-Box. Denn ich wollte mir... Nein, ich hab schon ein Nachtischvideo gedreht, dazu kommen wir noch. Aber ich wollte mir diese Box einfach für den krönenden Abschluss aufheben und ich denke, dass wir damit auch ganz gut fahren können. Hier haben wir dann nämlich zuallererst mal den Flyer, der uns anlächelt. Und dann haben wir hier den Blick in die Box. Der Wahnsinn. Komm zu Mama. Snacks, Natto-Chips, Sour Cream. Not fried. Finde ich super. Also ich liebe Sour Cream Chips. Manchmal habe ich so einen richtigen Bock, also so einen richtigen Heißhunger auf sowas. Es ist spät am Abend, wir können sowas essen. Ich meine, dass ich sowas auch schon mal hatte. Boah. Da kommt ein toller Duft raus. Sieht so aus. Wirklich interessant. Mmh. Mega lecker. Mhm. Der Geschmack der Chips an sich ist jetzt nicht so krass oder so intensiv wie der Duft, der hier rauskommt. Aber es ist lecker. Ricola mit Schweizer Alpenkräutern ohne Zucker. Neu. Himbeere und Melisse. Die haben wir aktuell offen schon. Ja, sowas ist auch immer ganz nett. Mein Freund holt sich auch sowas ganz gerne. Und ich muss dann immer darauf hinweisen, dass wir eigentlich noch relativ viele haben. Ne? Also so Hustenbonbons oder generell Halsbonbons finde ich auch einfach immer angenehm, weil ich habe einfach einen Job, wo ich viel rede. Mein Freund hat auch einen Job, wo er viel redet. Wobei er aktuell in Elternzeit ist. Trotzdem aber viel redet. Ja, man muss auch irgendwie ja matchen. Ne? It is wie das. Und deswegen wird sowas bei uns halt auch immer ganz gerne genommen. Ich sehe gerade, dass wir tatsächlich nicht so viele Alternativprodukte hier drin haben. Hier habe ich von Nesquik was drin. Cool. Riegel mit Frühstückszerealien. Boah. Wenn mein Freund die sieht, ne, dann wird er die mir mopsen. Heißt, ich kann nicht anders. Damit ich halt wenigstens mitreden kann, muss ich jetzt einen essen. Oder wenigstens anknabbern. Kennt ihr das noch von damals? Was ich anlecke, gehört mir. Läuft. Oh, wow. Und dann hat drunter irgendwie so eine weiße Schokolade oder so. Ich komme mit Stottern, ich kann es nicht anders sagen, ne? Das ist dieses Gepuffelte. Ja, das isst mein Freund tatsächlich auch mal ganz gerne, ne? Das ist halt wirklich nicht gesund, weil das sind halt wirklich Frühstückszerealien. Es ist eigentlich ein Nachtisch, ne? Ich probiere das mal. Oh. Okay. Ich fühle mich, als würde ich gerade eine Schale davon essen, so einen Löffel. Cool. Aber sehr, also man merkt dieses Honig-Zucker-Gedönsen, was das Ganze festhält. Das ist halt weicher, als man denkt, wenn man das Ding so. Esse ich aber gleich auch, wenn ich hier aufräume. Mega lecker. Aber halt, ne, eher eine Süßigkeit. Oh, das muss ich erst gucken. Mein Freund wollte Rippchen machen. Das passt doch. Barbecue, Chili und Creme. Barbecue-Soße, ordentlich scharf. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das wollen. Originalrezeptur, grillen, marinieren, glazen. Das können wir mal machen, ne? Wie krass ist das jetzt eigentlich scharf? Komm, das kann ich doch auf so einen Chip drauf machen. Ja. Und zum Nachspülen stelle ich mir das hier schon mal hin. Das ist nämlich von Granini Fresh, fruchtig frisch Maracuja mit Kohlensäure. Da haben wir nämlich hier noch ein Getränk mit drin. Und wenn mir das so scharf wird, kann ich mir helfen und habe somit alles auch einmal probiert.
Ja, Claudi macht dir die Bild, wie sie dir gefällt. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. So, das ist noch zu und hat wahrscheinlich eine Folie rum. Ich mag schon ganz gerne scharf, ne? Mein Freund auch, aber nicht zu scharf. Also man möchte halt noch was schmecken, aber es darf scharf sein. Es ist halt eine richtige Barbecue-Soße, das kann man nicht anders sagen, ne? Okay. Ich habe hier auch schon mit euch zusammen, als ich die Gusterbox-Unboxings gemacht habe, irgendwelche weirden Algenchips oder so probiert. Das ist zu viel, Leute. Das ist zu viel. Ich mach erstmal ein bisschen. Wir wollen nicht übertreiben, ne? Vielleicht ist es ja auch easy peasy lemon squeezy. Ich probiere ja gerne alles aus. Die Schärfe kommt. Die Schärfe ist da. Aber ich sollte mir das auf mehrere aufteilen. Das jetzt so einfach reinzuknüllen, zu knallen, wäre ein bisschen krass, glaube ich. Da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? So, Hälfte, Hälfte. Ja, wobei die Schärfe ist jetzt schon wieder weg. Geht. So. Ist fast Hälfte, Hälfte. Hm. Scharf, aber essbar. Mhm. Mag ich. Ich glaube, mein Freund wird das auch gleich voll feiern. Also das schon mal sehr, sehr lecker. Ordentlich scharf im Sinne von, es ist so scharf, dass du schmeckst und dass du es auch spürst. Aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie, ne, dass einem alles wegbrennt. Ist schon cool. So, und zum Nachspülen, wie gesagt, fresh, fruchtig, frisch. Unter 15 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Na dann. Mhm. Erstaunlich wenig Geschmack. Man muss halt wissen, dass es kein Saft ist, ne? Es ist halt wirklich ein Erfrischungsgetränk mit Maracuja-Geschmack, ne? Das ist schon der Unterschied. Aber ich glaube, wenn ich mir das jetzt in den Kühlschrank stelle und dann morgen trinke, kommt das ganz gut. So. Moonmilk, die haben wir jetzt schon öfters mal irgendwo mit dabei gehabt. Ein natürlicher Schlummertrunk mit Matcha und fruchtigen Beeren. Ich bin leider kein Fan von Matcha. Mag ich nicht so gerne. Das ist mir zu... Ich mag das Gefühl im Mund einfach nicht. Das ist mir zu pulverig. Ne? Deswegen ist das leider kein Produkt für mich. Dann habe ich hier noch von Heinz. Sowas finde ich immer großartig. Tomato Frito, schon gegarte Grundlage. Das kannst du halt super nehmen. Halt als Tomatensoße-Grundlage, steht ja auch drauf, Claudi. Dass man das halt auch mit reinmachen kann, wenn man Spaghetti Bolognese oder sowas macht, ne? Einfach so ein bisschen etwas aufpeppen oder, keine Ahnung, irgendeine Pizzasoße oder so. Das finde ich gut, das mag ich gerne leiden. Das können wir immer gut gebrauchen, muss ich sagen. Okay, hier habe ich einen Riegel drin von Hey Pure Vegan Protein Almond Cocoa, also Mandel und Kakao. Das sieht sehr lecker aus. Man könnte da auch noch eine andere Sorte drin haben. Irgendwas Gelbes außen drum zu. Ich kann nicht lesen, was es ist. Aber ich freue mich hier drüber. Das werde ich morgen mal essen. Aber jetzt gerade ist mir das einfach zu viel. Da habe ich gerade, glaube ich, einfach Bock drauf, dieses Ding zu nehmen und meine Chips da rein zu dippen. Okay, dann habe ich hier noch was drin enthalten. Und zwar Tanqueray London Dry Gin and Tonic. Ich bin kein Gin-Fan. Muss ich sagen. Four Perfectly Blended Botanicals. Wie gesagt, ich mag nicht so gerne Gin. Haben wir hier mit drin. Ja, das jetzt weiter zu reiben, macht gar keinen Sinn. Ne? Egal. Oh, manchmal verfalle ich irgendwie, es ist einfach schon spät, in irgendwelche Reime Flow-Geschichten und das ist total bekloppt. Okay, auf jeden Fall ist es ab 18 auch erst geeignet. Ich bin kein Fan von Alkohol in solchen Boxen, aber gut, ne? Das ist halt, wie es ist. Ist hier halt auch immer mal wieder mit drin. So, und dann habe ich hier jetzt was. Das sieht total aus. Swimmingpool, ein gepflegter Swimmingpool, ist nur ohne Wasser cool. Von Cocktail Plant, auch das hier ist ein alkoholischer Cocktail. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, vielleicht packt ein Pärchen das aus und freut sich darüber. Ist sogar beides in grün. Feine Sache. Also ich mag den Inhalt der Box schon ganz gerne leiden. Das ist sehr, 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 sehr lecker. Also das hat mich sehr positiv überrascht. Was kostet sowas denn im Laden? 4,19 Euro. Okay, aber das sieht
sieht auch so cool aus. Also das ist mein absolutes Highlight. Wobei das Produkt des Monats ist tatsächlich hier von Ricola, ne? Die Alpenkräuter. Was aber auch sehr, sehr passend ist. Also das bleibt alles bei uns. Ja gut, die Alkoholiker ist ein bisschen schwierig, da muss man mal gucken. Ne? Das halt wirklich nur, wenn man da richtig Bock drauf hat. Aber ansonsten, wie gesagt, wir sind nicht so wirklich die Gin-Trinker. Und der letzte Cocktail hatte mich auch ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht, wenn ich den halt so richtig eisgekühlt mal probiere, an einem schönen Sommerabend, während des Sonnenuntergangs, während ich mir wünsche, einen Swimmingpool zu haben. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade so Bock auf diese Chips mit dieser Barbecue-Soße, Leute, die haben mich gekriegt. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!